YouTube so, ja, scheiß drauf, kann 4K streamen mit 60 Mbits pro Sekunde, spielt doch keine Rolle, gib mir, und Twitch so, nein. Also YouTube sagt mir sogar, hey, du hast zu wenig Bitrate. Ich hatte ja letztens mal gestreamt mit besserer Bitrate, was ja eigentlich alles easy going war, aber dann hat mir Twitch einfach nur noch Blackscreen angezeigt. Genau, das ist so. Das ist genau das Ding. Das ist so für nichts. Oh, geil, Till, danke. Das ist genau das Problem. Mich nervt das. Warum mir noch mal angezeigt, steinreich, aber ich... Ja, die nächste Quest. 4 Steine, 12 Kalksteine. Ach, bei dem gleichen Kollegen oder was? Ja. Okay. Das Gute ist, wir haben jetzt genug Reputation, jetzt kann ich wieder jemanden einstellen bei uns. Perfekt. Unsere Mitbewohner, sag ich mal, unsere Kollegen, geben die auch Steuern ab? Nein. Was? Hä? Warum nicht? Wenn ich das wüsste. Warum müssen die keine Steuern zahlen? Weil wir keinen offiziellen roten Kreis um unser Land haben, oder was? Also auf der Map meine ich zum Beispiel. Also, der nächste wird kommen, wenn wir 2600 Dynastie haben. Und wo sieht man das schon wieder? Ich bin wieder total veraltet hier in der Geschichte. Aber ich bin gerade... sehe nichts. Ja, weil ich... Das ist auch so doof, weil man das... Ich bin 19 Jahre im Spiel. Cool. Einfach mal 10 Jahre jünger als ich selbst. Till, kannst du mir einen Gefallen machen? Ich mach das schon selbst. Ich kannst du noch mal eine Schmiede bauen? Wo? Wir müssen die Werkzeug-Durchschlagskraft erhöhen. Oder müssen wir die Leute aussondern? Das kann nicht sein, dass wir hier so einer mit einer Hand arbeiten oder was? Nein, wir können halt noch nicht die verbesserte... Oder warte mal, ich habe andere Ideen. Ich pack der hier, Lobomira ist arbeitslos, die packe ich jetzt hier rein in die Scheune. Wir haben jemand arbeitslos? Yep. Das darf nicht sein. Weizenkorn. Das ist. Die Person hat Potenzial und wenn sie nicht arbeitet, dann verkümmert sie. Man muss ja immer was machen, ne? Das ist eine Schade, das gehört irgendwann ab und man ist nur noch. Okay, das war dumm. Spaß? Ja, finde ich eben auch. Ja, dann, wir brauchen einen zweiten Dingens, eine zweite Werk, einen zweiten Schmied. Mhm. Damit das klappt. Machen wir auch mehr Kupfer. Also ich habe jetzt 1200 Münzen, weil ich Zinn verkauft habe. Oh. Ich habe Olivenöl gefunden. Klauen. Anbauen. Olivenöl also anbauen, das war schon geil, aber naja, geht nicht. Setzling, Apfelbaum, Birnenbaum, Pflaumenbaum und Kirschbaum können wir selber. Bäume kann man jetzt alle pflanzen, ne? Im Herbst nehme ich mal an. Äußerst. Ah, das nee. Obst gibt es ja im Herbst die Dinger ab, aber im Frühling kann man sie säen oder sowas in der Art. Du willst einen Steinbruch von mir haben, ne? So in der Art. Gewinnung. Schmiede. Gebäude, Produktion, Schmiede. Zweite. Ja, es gibt Hindernisse. Ich. Ist normal. So, ich gebe in der Weile mal schnell die Steine und den Kalkstein ab. Oder wollen wir die Nacht skippen schnell? Theoretisch das können wir schon pinnen. Boah, es sieht so schön aus, aber ein bisschen gerade hell seit dem letzten Update. Die Sonne blendet mich. Oh, hell? Hell. Es ist hell, Till, und die Sonne blendet. Ja. Ich brauche eine Sonnenbrille. Habe ich irgendwo eine? Nein, habe ich natürlich nicht, aber es blendet.
gelandet. So, Stein, 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 nur 385, da muss mehr gehen. Wenn ich wieder anfange zu bauen, dann reicht das Ding nicht. Dabei. 2, Wumms, Schwuppsdiwupps, Holzstämme, 8 Stück, jo, das, ich glaube, der Steinbruch, da steht, ne, irgendwo letzten. Schmiede, meinst du? Dann halt Schmiede, ist doch egal. Ich hab Schmiede gesagt. Räder, Holz. Komm, lass uns kurz schnell die Nacht skippen. So, weiter geht's. Let's go. So, ich bringe das Zeug zurück. Stehen alle weiter auf und gehen arbeiten, ne? Das ist... super. So muss es sein. Ich hoffe es mal. So? Wenn sie überhaupt arbeiten gehen, das ist die nächste Frage. Gehen Leute überhaupt arbeiten? Also... ja. Also die Items werden mehr und mehr. Von dem her denke ich mal, die gehen schon arbeiten. Mach mal hin. Bis jetzt viermal. Schnarrisch. Wir haben schon 19 Bevölkerung. Puh. Zu wenig. Ja. Muss mehr gehen. Warum ist es 50 Kinder, wahrscheinlich? Die Kinder müssen langsam aber sicher schneller älter werden. Dann kann man sie als Lehrling einstellen. Wie viele Jahre brauchst du? 6 Jahre oder ist das irgendwie in 2, 3 Jahren und ist fertig? Nur ein Jahr. Nach 2 Jahren geht die Mutter wieder arbeiten. Also wenn sie schwanger war, bis schwanger arbeitet. Das Kind auch, ne? Nein, das Kind braucht ein paar Jahre mehr, bis es arbeitet, leider. Gut. Ja. Naja, egal. Wir sind ja erst 19, das heißt, wir haben jetzt noch 50 Jahre vor uns, wo wir arbeiten können. Dann übernehmen, glaube ich, wir die Dynastie unseres Kindes. Irgendwie so war das in dem Spiel oder das Spielprinzip gedacht. I guess. Docks. So, jemanden. Ja, gut, das braucht es jetzt auch nicht. So. Ja, spielst du eigentlich im First Person oder Third Person? First. Du in First, ich in Third. Ich finde es irgendwie interessant so. Ich habe zu lange im First Person gespielt, das Spiel, dass ich für mich die Third Person interessant finde. Ist auch so, gut. Der so, Stöckchen hier. Reichen diese Steine. Sie sehen solide genug aus da. Die Klappe in der Dynastie. Oh, Reputation. Gut gemacht. Weiter so. Schmied ist fertig. Perfetto. Das heißt, der nächste Kandidat für den Schmied kann ich nehmen. Warte mal. Ostoria gibt's Quests. Dann geh ich mal dahin. Vielleicht gibt's da ein paar Leute. Dann das nächste, was ansteht, ist ein Schweinestall. Ja, das Zeug. Ich habe wieder zu viel gedacht. Ja, zu viel beladen, muss ich also wegschmeißen, oder? Was, einen Schweinestall willst du haben? Ja. Ich stell mir bloß nicht das ganze Dorf auf den Kopf. Ich will einen Schweinestall, nicht wie ein Schweinestall aussehen. Ach, schade. Schokolade. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, spielt keine Rolle. Ist also das gleiche Kack. Ja, true, hat was. So.
Der eine Dulli reklamiert immer noch, dass er Dings braucht. Der andere reklamiert, dass er Steinspitzhacken braucht. Schweinestall, so wie es jetzt hier steht, ist es interessant gebaut. Also, ich dachte, wir bauen den in der Nähe der von dem Hühnerstall. Also ich will die Hühner so in dem Gatter einsperren und dann die Schweine daneben. Wo hast du die Hühner? Das siehst du eigentlich ganz gut neben der Scheune, meinte ich. Oh, ja, ist in der Nähe. Nicht ganz so, aber ja. Ja, und dann will ich da die Schweine dann so in dem Gatter einsperren. So, boah, mach du das, wie du willst. Abgrenzen, ja. Wehe, hier kommen jetzt Wölfe. Ich hab total keinen Bock auf Wölfe. Ja, immerhin, dann kommt wenigstens was, ne? Nix, 12. Oh. Gott, das dauert die wieder. Schweinestall making off hier. Hey, okay, jetzt haben wir wirklich Stöcke zu wenig. Stöcke und Stroh, Stamm und Stock. Stroh, Stamm, Stock. Stroh, Stamm, Stock. Hier habe ich auch ein Lager gebaut. Genau. Interessant, wo ich schon überall Lagerhäuser gebaut habe. Wir haben aber 700 Stöcke. Cool. Geil. Dann können wir dann irgendwann mal mit Zäune. Holzzäune. Nee, ich mach's mit Säue. Ja. Ja, Stöcke sammeln geht eigentlich super hier. Also nicht das Ismach, aber irgendwie vermehrt sich das Ganze. Und arbeitet niemand auf dem Feld? Also kann er gar nicht, ne? Nur so war es ja, glaube ich. Ne, kann niemand. Okay. Ist doof, aber ist nun mal so im Leben. Boah, hier hat's ganz viele Leute. Hey, hey, hey. Na, wen kann ich jetzt heute akquirieren von euch? I have a feeling we're not in the valley anymore. Theoretisch der Klein, die mit am wenigsten, ne? Also. Modli Bock. Na, ist der Bock? Großartig. Jetzt noch einen für Landwirtschaft. Da. Oswald. Na? Achso, wir haben noch Wände zu. Der braucht Dynastie von. Wir brauchen jetzt Dynastie von 2800. There is something about that fire. So, Ausdauer, bitte komm, bitte komm, danke sehr. Zuweisen. So. Für dich, Schweinestall ist fertig. Was? So schnell? Ja. Wenn man jemanden ran hat, geht's ja gut, ne? Winter is coming. Ja, ich weiß, Winter is coming. Danke für die Info. I'm an experienced traveler, but a shy one. Nix Neues, okay. 4 und... 1 und... Selten. Egal. Oh, stimmt, Komposthaufen, ne? Ah ja, bau noch 2 Komposthaufen. Damit wir die Pilze, die der andere Dude da farmt, da reinpacken können, dass wir genug Dünger haben. Stoys Lava hat eine Quest. Oh, und wo macht man das jetzt schon wieder? Tiernah? Nein, doch nicht. Die Landwirtschaft war es ja auch nicht, weil wir haben Scheune, wir haben Feldschuppen. Kann ich dir bei etwas helfen? Du siehst nicht wie ein Obstdieb aus. Nun, vielleicht bin ich deshalb ein besonderes guter Obstdieb. Nur ein Scherz. Glaub ich immer, ich werde dich im Auge behalten. Zu viele meiner Äpfel sind spurlos verschwunden, aber ich habe schon meine Hauptverdächtigen. Hast du die? Ja, habe ich. Dobrochna und Jivias Kinder, aber Jivia denkt sie offensichtlich. Ihre Mutterinstinkt der Siegen über ihren Verstand. Hast du einen Beweis? Nein, hast du nicht. Bin ich gerade doof? Wo sind diese Dinger?
bei Möbel, Fallen, Dekoration, dann bei Arbeitsstation. Warte mal kurz, Möbel, Fallen, bei Arbeits... Ist ja logisch, Till, ne? Nee. Ja! Brauch Holzstämme, das gibt's doch nicht. Ja, Feueräpfel finden sich in jedem Garten und das finde ich eine schöne Sache, dass das auch funktioniert. So, ja, komm. Smalltalk. Lege 20 Äpfel in den Korb. Muss ich jetzt wirklich von dir Äpfel kaufen? So long. Was, du musst ihm 20 Äpfel in den Korb legen, kannst bei dem Kollegen aber die Äpfel kaufen, damit du sie in den Korb legen kannst. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Interessante Bring mehr Äpfel. Ja, ich muss die 20 Äpfel kaufen. Ja, haben wir ja nicht, ne? Nein, zeig mir deine Ware, Apfel... So, 20 Apfel, zum Glück kosten die nicht so viel. Und ich kaufe währenddessen nochmal schnell einen Apfelbaumsetzling. Lebol. Entferne dich. Sprich mit Storyslava. Ja, sind gebaut. Nice. Aber wann kann man da daraus Kompost holen? Oder ist es laufen? Oder wie muss man das sehen? Nächste Jahreszeit, also die ist im Kompost. Okay, alles klar. Und zwar bei der nächsten Jahreszeit, also wenn wir jetzt da die Pilze reinpacken, dann in der nächsten Jahreszeit sind die verdorben und dann kann man aus Verdorbenes. Ei, Kapitän. So, wie du willst. Überprüfe den Korb. Okay, gemacht, getan. Schweinestall steht, da kann man unser Haus mal sehen lassen. Ne? Und es ist schon wieder Mitternacht. Also indem wir, ich würde mal sagen... Ich überprüfe den Korb. Ah, ein Schaf frisst auf dem Korb. Digga! Ein Schaf ist im Korb? Nein, ein Schaf frisst die Äpfel. Was soll das? Ich hab dafür 120 Tacken ausgegeben. Warte mal, ich rede noch schnell mit der Storyslava, dass ich die Quest hier abschließen kann, weil habe ich jetzt maximum keinen Bock, nachher wieder nächste Woche da oder übernächste Woche dann. Ne, übernächste wird's, weil nächste Woche geht nicht, aber ja, das ist ein anderes Thema. Nächste Woche geht nicht, stimmt. Bei dir auch nicht, ne? Jo. Gut, dann sind wir schon zwei, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Ach, so. Alles gut. So, ja. Wir haben genug Reputation für wieder zwei Gäste. Das heißt, nächstes Mal wird Till wieder 2-3 Häuser bauen. Oh, Emini. Jo. Wir werden neue Leute haben. Wir können dann wieder neue Arbeiter gewinnen und so weiter und so fort. Und ist dann Winter. Ne? Bis dahin. Haut rein. Ich bin unsichtbar. Unsichtbar. Ich bin ein Guy. Okay. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss und ciao.